wenn du dein Handy ein bisschen auslässt nach schlechteren Spielen, dann ist das, glaube ich, ein Vorteil. Als dann unser damaliger Rechtsanwalt dann die Insolvenz verkündet hat, also da hat man wirklich tagelang nicht geschlafen. An dem Tag, da war schon richtig heftig. Also ich habe dann auch 3 Tage gebraucht, bis ich wieder nüchtern war. Das war ein Gefühl, das war so unbeschreiblich. Wir sind wieder da. In dieser Ausgabe des Groundhoppers melden wir uns von einem absoluten Kultclub aus dem Ruhrgebiet, RWE. 3 Buchstaben, die die Herzen der Fans hier höher schlagen lassen. Rot-Weiß Essen, hier spielten Legenden wie Helmut Rahn oder Willy Entlepens. Fantastische Vergangenheit, aber auch mit vielen Tiefschlägen. Jetzt sind sie wieder da in der 3. Liga. Sie haben sich rausgekämpft aus der Versenkung. Es wird magisch hier in Essen. Rot-weiße Grüße vom Groundhopper. Herzlich willkommen, Alexander, an der Hafenstraße von Rot-Weiß Essen mit dem legendären Hafenstübchen hier im Hintergrund, die VIP-Lounge des kleinen Mannes in Essen. Da hinten kommen die zig, hunderte Busse an, es strömt aus alten Ecken und Kanten und dann wird einfach hier aus dem Fenster der 1/2 Liter Stauder gereicht. Also wir sind hier wahrscheinlich auf Lebzeiten die Einzigen, die keinen Alkohol trinken, sondern eine Fassbrause. Ansonsten würde man hier wahrscheinlich dumm angeschaut werden. 53 Pokal, 55 Meister, ne? Genau. Hier sind wir am Zeitstrahl der kleinen Guga. Das hat die Georg-Melches-Initiative, eine sehr rührige Initiative, nach und nach geschaffen. Ein Zeitstrahl mit Exponaten aus dem alten Georg-Melches-Stadion oder auch eben sportlicher Erfolge, Vereinsgründung. Da ist ein Teil vom alten Flutlichtmast, das glaubt man gar nicht. Das ist eine Birne. Ein Strahler. Das hier ist ein Flutlicht? Das ist ein Strahler, genau. So groß sind die. Hier drunter. Apropos Flutlicht, ist ein gutes Stichwort. Das ist Last Man Standing, der letzte der verbliebenen 4 Flutlichtmasten des alten Georg-Melches-Stadions. Fixpunkt, wenn du von außen kommst, dann hast du immer noch das Gefühl, jo, Hafenstraße, ich bin gleich da. Ja, welche Erinnerung hast du denn ans alte Georg-Melches-Stadion? Geile Flutlichtspiele. Einfach, wie gesagt, das war so ein bisschen tiefer gelegen und wenn du dann hier hinkommst, das Licht funzelte schon, du hast es ja von Weitem schon gesehen, dieses Klirren der Flaschen, dieses Sprachgewirre, war schon schön. Fendi, ich grüße dich. Hi, Alex. Du sitzt gerade noch auf Teilen des alten Stadions, Georg-Melches-Stadion. Du hast da hinten eine Melches-Hütte. Dein ganzes Haus, deine Wohnung ist voll mit Relikten von RWE. Wie sammelt man sowas an? Ja, indem man seit August 75 dahin latscht. Das ist klar, das ist der alte Sitzschal von der Haupttribüne, auch mit den Originalstählen von der Haupttribüne vom alten Georg-Melches-Stadion. Also was schmeißt man nicht weg, sondern hält man in Ehren. Ist ja wie ein Erbstück von unserem alten Georg Melches. Moin, Frank. Herzlich willkommen in der Zeche Zollverein. Das ist mal imposant hier, ne? Ja, ein Stück Ruhrgebiet. Als du gespielt hast, war die ja sogar noch aktiv, ne? 80er, 90er Jahre, da war hier richtig noch Betrieb. Und das war ja noch eine ganz andere Zeit. 2. Liga, auch DFB-Pokalfinale mit dir im Tor gegen Werder Bremen. Denkst du, wenn man so am Ende des Horizonts mal ein bisschen hinschaut, hat RWE das Potenzial, da noch mal hinzukommen? Naja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, man ist auf einem relativ guten Wege. Es kommt nicht von ungefähr, warum wir letztendlich 14 Jahre in der Versenkung geraten sind, wenn ich alleine an meine aktive Zeit denke. Wir mussten, glaube ich, 3-mal die 2. Liga wieder verlassen. Da war aber nur ein sportlicher Abstieg dabei. Der Rest waren wirklich Lizenzentzüge durch finanzielle Schieflage, um das mal ein bisschen vornehm auszudrücken. Und auch in der Vergangenheit, der jüngsten Vergangenheit, wenn man einfach mal sieht, wie viel Trainer der Verein letztendlich verschlissen hat, wie viele sportliche Leiter. Also es hat eben schon sehr stark daran gelegen, dass der Verein nicht gut geführt worden ist. Ja, es gab sehr, sehr viele dunkle Momente beim RWE in den letzten Jahren. Was war so dein Moment, wo du gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein? Ja, braucht man nicht lange überlegen. Also ganz klar 2008 die 0-1-Niederlage am letzten Spieltag gegen Lübeck, die schon abgestiegen waren, wo man dann abgegangen ist und eben nicht die Qualifikation zur 3. geschafft hat.
Das war natürlich ein ganz, ganz bitterer Moment. Ja, und als die Nachricht kam, dann 2010, der Verein ist insolvent. Das war natürlich der 6. Juni 2010, habe ich vorher aber gegoogelt, hatte ich so nicht mehr im Kopf, als dann unser damaliger Rechtsanwalt und Justiziar dann die Insolvenz verkündet hat, den Gang in die Insolvenz. Und kein Mensch wusste, wie und ob es überhaupt weitergeht. Das war mit den ganzen Mahnwachen, viele Tränen geflossen. Dürfen wir überhaupt noch weiterspielen oder muss der Verein ganz aus dem Vereinsregister gelöscht werden? Also da hat man wirklich tagelang nicht geschlafen, weil das war ganz fürchterlich. Es hat dann ja zu dem Aufstieg oder zu der Spiellizenz in der Oberliga gereicht. Wir sind dann quasi mit fast der zweiten Mannschaft angetreten. In der NRW-Liga hieß das ja damals. Nein, das tat schon weh, war aber die logische Konsequenz. Und dann gab es noch mal so ein Video auf der Ultras Essen, die dann auch gesagt haben, wir sind einfach nur dankbar, dass du überhaupt noch da bist. Wir wussten gar nicht mehr, ob es sich noch weitergeben wird. Das war schön. Als es in die vierte Liga ging, war uns klar, dass wir dich nicht im Stich lassen würden. Und als der Fall in die fünfte Liga folgte, waren wir einfach nur froh, dass es dich überhaupt noch gab. Du warst auch hautnah dabei, als es dann hieß, jetzt wird umgezogen vom alten ins neue Stadion 2012. Was war das für ein Moment? Ja, das war ja nicht ein Moment, es waren ja ganz viele besondere Momente. Wir haben ja dann mit den Stauder Trinkers, mit unserer RWE-Band, haben wir das alte GMS verabschiedet mit dem letzten Konzert. Ja, und dann hatte ich die große Ehre, 2012 dann tatsächlich auch genau mit dem Song, den ich gerade zum Besten gegeben habe, das neue Stadion zu eröffnen, ja. Und das waren natürlich unvergessliche Momente. Und das waren mal schöne Momente, ja. Du hast ja die letzten Jahre als Fan hast du unglaublich viel wegstecken müssen. Ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass es die Spieler und Fans immer wieder geschafft haben, aufeinander zuzugehen. Wie hast du das erlebt? Ich glaube, es ging manchmal, das muss man so sagen, einfach mehr von den Fans aus. Es waren so viele Spieler, so viele Trainer, dass einfach, kann man sagen, also die Fans haben den Verein am Kacken gehalten. Das ist einfach so. Wir haben uns hier getroffen, direkt an einem wichtigen Punkt für unsere Fans, an unserem größten Idol, sag ich mal, des Vereins, das Helmut Rahn. Ja, der Held, sag ich mal, vom Finale 54 in Bern, ist ein Essener. Ah ja, schön zu sehen, ne? Aufkleberkultur bei jedem Traditionsclub ist das essentiell. Hast du einen Lieblingsaufkleber? Ja, also seit kurzem gibt es wirklich auch einen Aufkleber von mir selber. Ja. Unfassbar. Und dass er jetzt auch schon nach so kurzer Zeit schon hier hängt, ist natürlich ja Zufall, aber freut mich natürlich sehr. Ja, ist man natürlich mächtig stolz, wenn man einen eigenen Aufkleber hat hier. Da hast du alles erreicht. Das schaffen nicht viele. Ich freue mich. Hier ist das Epizentrum des Krachs, ne? Ja, hier wird es jeden Samstag dann unfassbar laut werden, denke ich, ne? In dieser Saison. Du hast mal gesagt, neben deiner Familie ist RWE die zweite große Liebe deines Lebens. Ja. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Man verbringt mit der Familie auch unfassbar Zeit, viele Gedanken. Man verbindet mit der Familie sehr viel Freude, hat aber auch mit der Familie große Sorgen, die einen auch die Woche über beschäftigen. Und mit dem Verein des Herzens ist es eigentlich auch nichts anderes. Wenn du das Trikot anhast von RWE, weißt du natürlich auch, das hat auch eine gewisse Schwere manchmal. Wie gehst du damit um, die Erwartungshaltung der Fans und auch der Region? Also ich sag mal so, wenn du dein Handy ein bisschen auslässt nach schlechteren Spielen, dann ist das, glaube ich, ein Vorteil, den man haben kann. Ja, ist schon enorm, was hier auf einen einprasselt. Oh, und jetzt hier rauskommen. Ja, hier kommen wir natürlich auf den heiligen Rasen. Hier kriegt man meistens ab diesem Punkt Gänsehaut, wenn du hier rauskommst und siehst, alles ist voll. Dieses Knistern in der Luft, die Vorfreude auf das Spiel, das ist schon eine Sache, die erlebst du nicht oft in Vereinen oder in ganz Deutschland. Ne? Jetzt, wo wir hier schon so nah am Rasen stehen, welchen Fußball musst du hier unten zeigen, um die Fans außenrum hinter dich zu bringen? Ja, ich glaube, dass hier im Ruhrgebiet die Mentalität eines Arbeiters herrscht und Wille, Kampf,
Leidenschaft ist hier absolut gefragt. Ne? Bei Rot-Weiß Essen darfst du verlieren, wenn du dir komplett 90 Minuten den Arsch aufgerissen hast. Dann wird keiner meckern, er wird keiner pfeifen. Sollte das nicht der Fall sein, kann es höchst unangenehm sein. Und das völlig zu Recht. Nehmen wir uns mal mit, was ist hier los, wenn ein Tor fällt? Also erstmal wird dieses Lied gespielt, Adiolé. Und dann brüllt jeder Fan die wichtigste Zeile im Lied, O-R-W-E. Und das ist so unfassbar laut. Da fliegen erstmal 5000 Bierbecher. Jeder liegt sich in den Armen und das ist einfach Wahnsinn. Ja. Nach so vielen Jahren Regionalliga, der Verein jetzt auch durch dich reingeführt in den Profifußball. Was ist das für ein Gefühl, hier rauszulaufen? Ja, ist natürlich noch mal was anderes. Ne? Also jetzt dritte Liga, die Stimmung ist noch mal eine andere. Es sind noch mal mehr Leute im Stadion, die sich einfach nur freuen, auf diese dritte Liga endlich raus zu sein aus der Schweinliga und jetzt im Profifußball ja, sich beweisen zu können. Nicht nur wir als Spieler auf dem Platz, sondern auch die Fans wollen sich ja deutschlandweit präsentieren. Ne? Ich meine, wer hat denn letztendlich den Verein aus der Scheiße geholt? Da waren die Fans, die da in den Zutausenden ins Stadion gegangen sind, obwohl für Verlierer war. Das waren die Fans. Wer hat denn den Verein großartig in der Corona-Zeit unterstützt, indem man auf fast, weit über 90% haben auf die Rückzahlung ihrer Dauerkarten verzichtet, nur damit der Verein liquide bleibt? Das kann man machen, wenn die Zeiten schwierig werden, trotzdem dabei bleiben. Bist du manchmal auch überrascht, was die Fans für eine Leidensfähigkeit mitbringen? Die waren ja die letzten Jahre immer zu Tausenden hier in diesem Stadion. Ja, natürlich. Da muss man starke Nerven haben, um das hier mit durchziehen zu können, die ganzen Jahre in der Regionalliga. Aber am Ende wurde der lange Leidensweg belohnt. Ne? Und jetzt sind wir einen höher gegangen, aufgestiegen. An dem Tag, da war es schon richtig heftig. Also ich habe dann auch 3 Tage gebraucht, bis ich wieder nüchtern war. Es war natürlich am Ende, sag ich mal, so ein Fotofinish. Ne? Also es war ja unfassbar knapp. Haben sich ja so viele Leute, so viele Trainer, Spieler, haben sich versucht an dieser Mammutaufgabe. Und ja, ich wollte immer zu dem Team gehören, dass es dann endlich schafft. Und ja, freue mich natürlich umso mehr, dass ich dann wirklich dabei war. Ne? Es wurde schon ausgiebig gefeiert, weil es war einfach so eine Erlösung irgendwo. Das war wirklich, man hat dann Wochen, Monate, dann natürlich auch Jahre, aber dann so die letzten Wochen einfach gefiebert. War eine verdammt lange Durststrecke und klar, das Gefühl mit dem Aufstieg, der war natürlich großartig. Ja. Das war nicht der erste Aufstieg, den wir erlebt haben, aber nach so einer langen Zeit, ich glaube, mit der wichtigste. Es gilt halt, Klasse halten und drinbleiben und dann lass ich den Verein einfach mal in Ruhe weiterentwickeln und dann schauen wir mal, was noch geht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.